Ho, 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 die zweite! Ja, herzlich willkommen zum ersten Weihnachtsfeiertag und zu einer weiteren Forza Horizon 5 Multiplayer-Folge und zu einer weiteren Cops vs. Razer-Runde. Nicht sehr kreativ, möchte der ein oder andere meinen, aber wir haben ja gestern schon ein, sagen wir mal, leicht verändertes Format gespielt. Heute wird's noch mal etwas mehr leicht verändert. Aber bevor ich darauf zu sprechen komme, erstmal die Leute, die heute mit dabei sind. Da haben wir einmal Andy, Acid Burn, Pluto Kaskade, Filmexperte, nur 24 Stunden Razer, Kobayashi, Yee, Spadboy, Kuro und Aaron. Grüßt euch! Hallo. Hallo. Ja, und im Prinzip spielen wir was schon mal vielleicht weniger durchdacht, aber auf jeden Fall auch schon mal grundsätzlich vorgeschlagen wurde. Und zwar, man kennt ja das Infiziert-Spiel von Forza Horizon. Und da war ja mal die Idee, hey, wie wär's, wenn so ein Cop beginnt, alleine, und der muss dann quasi sein Cop-Team aus Razern zusammenbauen. Also im Prinzip, er nimmt einen Razer fest und der wandert dann zu den Cops. Acid hat das einfach ganz kurz beschrieben als Cops vs. Razer Infected Edition. Ob wir das schlussendlich so nennen, keine Ahnung. Ob es ein festes Format wird, keine Ahnung. Das ist heute mehr oder weniger so ein Weihnachtsexperiment. Wir wollen einfach mal was anderes machen. Aber im Prinzip erklärt es das schon ganz gut. Wir fangen jetzt allerdings nicht mit einem Cop an, sondern mit zwei Cops, weil alleine ist, glaube ich, fast unmöglich, das zu schaffen. Klar, wir haben schon in Folgen gesehen, dass ein Cop es geschafft hat, einen festzupinnen, aber naja, das wird ein bisschen zu hart. Deswegen werde jetzt mal in dieser Testausgabe Andy und ich als Cop beginnen und wir versuchen, ja, diese 8 Racer Stück für Stück in unser Team zu holen und am Ende alle festzusetzen. Wir spielen auch erstmal ohne Zeitlimit, also wir haben halt auch keine Ahnung, wie lange sowas geht. Ich vermute trotzdem, dass eine Runde jetzt nicht so viel länger gehen wird. Mal gucken. Wir werden es auf jeden Fall rausfinden. Und das ist es eigentlich im Prinzip. Vielleicht noch eine Sonderregel. Es gibt auch wieder eine Kaffeepause. Die setzt allerdings nicht nach 10 Minuten ein, sondern die setzt dann ein für 5 Minuten, sobald wir den dritten Racer festgenommen haben. Sprich, sobald das Cop-Team aus 5 Cops besteht und damit nur noch 5 Racer übrig sind. Ja, soweit so gut. Ich würde sagen, wir gehen ganz kurz die Racer-Karren durch, die es zu jagen gilt. Wir beginnen mal hier aus meiner Perspektive ganz links mit dem NSX, gefahren von Spadboy. Dann haben wir noch einen California, gefahren von den fährt der Acid. Dann haben wir noch einen BMW M5 E60, gefahren von niemandem. Kobayashi, der ist der einzige, der gemischt ist. Ja, wahrscheinlich, liegt nah. Oh, ja. Ja, von Kobayashi. So, ganz hat schon geschrien, ich bin so, ich hab den Schreihals. Ja, so ungefähr. Ich hab den Yee-Motor. Ja, dann haben wir den Ferrari 250 GTO, gefahren von Pluto. Dann haben wir noch den Bentley Turbo, gefahren von Filmexperte. Dann haben wir noch den Ford Lightspeed. SVT Lightning. Lightning war es, stimmt, da steht es ja auch, ist auch so ein Blitz. Pfeilschnell. Gefahren von? Vom Aaron. Vom Aaron, okay. Dann haben wir einmal, oh Gott, ob ich hier jetzt unterscheiden kann, also mal gucken, jetzt Stresstest, okay. Der erste, der kommt in meiner Reihenfolge, ist das Touring-Car-Modell. Man sieht es eigentlich auch an den Reifen, der eine hat Beschriftung, der andere nicht. Und man sieht es an der Abschlepplasche, egal. Auf jeden Fall den Lincoln Co. TCR, gefahren von? Nur 24 Stunden Racer. Und dann haben wir noch den 03er mit dem, mit dem experimentellen, was auch immer, Bodykit, gefahren von? Kuro. Okay, gut. Und dann würde ich sagen, ja, sind das alle? Dann würde ich sagen, wir legen einfach los und gucken, wie es läuft. Andi, das wird auf jeden Fall lustig, glaube ich. Machen wir. Gut, also kurzer Cut und los geht's. Ja, bleibt dem. Da fahren sie weg. Ja, da wir nur zu zweit sind, sage ich jetzt einfach mal Strategie. Du nimmst die linken 4, die gerade standen, ich nehme die rechten 4 und machen früher Feierabend, oder? So ganz schnell so. Ja, ich habe schon angedacht, irgendwie 4 Minuten. Ja, 4 Minuten reicht. Ja, ne? Jede Minute so, zack, zack. Nee, Spaß beiseite. Da das ja experimentell ist, aber glaube ich, dadurch auch sehr lustig sein kann. Ja, also auf jeden Fall zu zweit und halt irgendwie gucken, fokussen. Vielleicht sogar auch wirklich bewusst auf einen gehen im Frontmotor oder so. Der ein bisschen vielleicht einfacher ist. Fahr mal rechts raus im Bestfall, weil dann kommen wir die Treppe runter und nicht hoch. Ja. Ich bin kurz auf die Schwanz, es geht los. In 2, 1, go! Au. So wie dazu.
Achso, genau, was man noch sagen kann, bei den Racern sind nur zwei, also wie es eigentlich auch üblich ist, auch wenn das Team jetzt ein bisschen größer ist am Anfang, nur zwei Fahrzeuge mit entweder Allrad oder Mittelmotor erlaubt. Und sobald einer festgenommen wurde, alle werden in den Camaro steigen. Also Impala wird es heute nicht geben. Das kann dann der letzte Racer, kann dann für den Endscreen noch in den Impala gehen. Oh, der Weihnachtsbaum ist geflogen. Was wie heißt es nochmal in Schweden, wenn Bäume fliegen? Moin, Exzellente. So, dann gibt es auch so einen Namen, hat auch Ikea immer Werbung gemacht, aber ich weiß nicht. Oh Gott, ja. Wir bei Ikea feiern jedes Jahr das. Genau, genau. Aber Fest. Das Fest der fliegenden Weihnachtsbäume. Schreibt es in die das Kommentare. Das war schon mal ein Bentley. Der hat zu viel Luxus an Bord. Unten fliegenden Golf rechts bei mir, okay. Meinst du, er hat schon gesehen, dass wir hinten dran sind? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, wir müssen halt auf jeden Fall hoffen, dass wir einen Pin hinkriegen. Jetzt beim ersten. Ich sag mal so, dadurch, dass die Kaffeepause lange ist, müssen wir eigentlich auch nur gucken, dass einer die ganze Zeit am Bentley dranhängt. Irgendwann sind seine Reifen im Arsch. Das ist richtig. Schade, ich dachte, ich krieg. Ich habe einen Spoiler verloren. Und ich bin auf zwei Räder gefahren. Na gut, ich bin links. Okay. Schade, näher ist oben lang. Ich bleib mal einfach dran erstmal. Wollten entweder die Haarnadel oder gegen die Mauer. Er fährt okay, südlicher, ja. Ich fahr parallel südlicher und guck. Also ich bin hier eigentlich schneller im Regenfall. Oh Gott, ja, ich bin raus quasi. What? Ich hatte übelstes Untersteuern, warum auch immer, und bin an so einer Forza-Kante hängen geblieben, ab 17. Aber gut, ich port mich jetzt einfach Baseball und hoffe, dass er das nicht checkt. Dann drehe ich wieder um. Ja, das stimmt wohl. Wäre wohl besser, ja. Das war jetzt halt super dumm einfach. So darf man natürlich nicht spielen. Ja, wir haben ihn zumindest schon mal Angst gemacht. Ah doch, er kommt. Frontal getroffen. Ja, ich drehe wieder um. 21, 22, 23, 24, 25. Ja! Ja, auch gut. Das ging willkommen schnell. Beim besseren Team. Okay, ich erst übelst einen Fail von mir gemacht, richtig Police Academy, selber das Fahrzeug in die Wand gesetzt und dann respawned. Eskalation, und dann BMW seitlich reingeschmissen. Okay. Ich war Eskalation Richtung Speerstraße. Hat auf jeden Fall schon Motor jetzt kassiert. Kreuzt jetzt sofort die Speerstraße, gekreuzt Richtung Bahnhof. Auch ein bisschen, oder wir. Ja. Wird am Bahnhof auch rauskommen, also jetzt komplett im Westen sofort, fährt Richtung Norden. Okay. Kannst du sonst irgendwie über Nördlichste da entgegenkommen? Ja, genau. So gesagt. Ich fahr vielleicht mal Hauptstraße, du fährst Nördlichste. Das perfekt, ja. Ja, fährt Richtung Hauptstraße, Richtung Treppenplatz. Gleich wieder Speerstraße, gekreuzt, Hauptstraße weiter Richtung Osten. Ich warte Universität. Westlich ist S vorbei, Untergrundabfahrt vorbei. Ich bin frontal, ein bisschen. Okay, nice. Rein. Warte. Wir sind quasi an der Kreuzung. Ja, ich sehe euch, ich bin direkt hinter euch. Okay. Ja, sorry. Alter, auf jeden Fall jetzt schon mal Schaden, das ist schon mal ja. Links ab. Weil ihr seid dran. Sind alle dran. Ja. So angenehm ruhig, ne? Nicht so viel. Ja. Im anderen Channel ist bestimmt richtig, richtiges Geschnatter. Wollen wir ihn da hinten versuchen ihn zu schieben. Zwingen, genau. Ach, hier ist. Na, ja, ja, ja. Ja. Ja, sehr gut, sehr gut. So. Yee! Willkommen. Willkommen im besseren Team. Oh, ich sehe schon die Kommentare. Ich würde mich nach Osten mal absetzen. Ja, ich glaube, ich repariere mich sogar lieber mit dem Schaden. Ja, ich habe mich im Westen jetzt repariert. Ich repariere mich jetzt, glaube ich, so oft wie es geht, einfach. Sicher ist sicher. Ja. Ja, einfach verteilen, versuchen dran zu bleiben und Ansagen zu machen. Ich glaube, das ist. Also beim nächsten gibt es Kaffeepause, wenn man nicht vergessen. Ansagen. Richtung
hier Brunnen runter, Richtung Süden. Link. Ich bin an dem. Ja, erstmal auf der Lücke. Wir fokussen nur einen. Lass auf der Lücke fokussen. Wenn er, ihr macht ich weiß aber nicht, wo er ist, also. Kann so, ja, dann nur dann sag an, wo der andere ist. California ist jetzt an. Gott. Ja, das ist das größte Problem. Er ist Guanajuato, geil. Ja. Ja, ich hab die Fans. Ey, Norden, Süden, Westen, Osten. Ich glaube, das ist Eskalation. Glaube. Vorne war was. Das, ist er das? Ja, das ist auf jeden Fall ein Link, aber der wird nicht vom Kopf verfolgt. Nee. Ich bin ja am California dran. Achso, du bist ja im California dran. Ja, okay. Dann. Oh, bleib. Sorry. Moin. Ja, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Also, ich bleib an dem dran, ihr macht den anderen. Ja, wir haben wir den. Nee, den anderen habe ich nicht. Ich habe den nur kurz gesehen. Achso, wir sind jetzt südlichste Straße. Oh. Osten, Richtung Osten, Richtung südliche Westen. Südliche Straße, Richtung Osten. Ich hab eine Kante erwischt. Ach du auch? Ja. Ja, das ist wahrscheinlich die gleiche Kante, wie ich erwischt habe. Aber ja. Kann halt sein, dass er jetzt dann gleich umkehrt. Ich weiß nicht. Wie weit war der da schon? Erst am Anfang wir noch? Waren, oder? Am Anfang. Also, okay, also wir sehen jetzt am Ende, ich sehe noch südliche komplett durch. Oh, da ist ja 250. War das? Okay. Ja, never mind. Und. Das war aber. Fragst du, wo liegt er jetzt ab? Liegt er jetzt rechts oder links ab? Ich hab ihn frontal. Ich hab den linken frontal. 21, 22, 23, 24, 25, ja. Das ist mehr oder weniger dasselbe. Ja, läuft gerade irgendwie. Ja. Ich weiß auch nicht warum. Der macht gerade alle kaputt. Ja, so, jetzt Kaffeepause. Genau. Genau. Overtime, Kaffeepause ab jetzt. Hallo, Chris, willkommen. Hallo. Das war jetzt unglücklich. Ja. Ja, im Prinzip 1:1 die gleiche Festnahme wie gegen Filmexperten. Ach, was du das gerade? Ja, bei Filmexperte auch schon. Einfach frontal und dann irgendwie ist da so eine komische Kante und dann, ja. Eieiei. Ja, einfach verteilen und dann, gucken wir mal. Ja, ich bin gerade im Obligatorischen. Hast du den noch, oder? Nee, ich glaube, wir haben keine Verfolgung. Nee, wir haben zwei, das waren jetzt quasi, ich weiß nicht, auf der südlichen Straße waren irgendwie drei Racer oder so. Es gab hier ultra viele entgegen. Drei nach mir entgegengekommen, zwei davon habe ich gekriegt. Vielleicht sammle ich davon ja noch einen ein. Ja, den Link habe ich auch, oder einen der Links habe ich auch seitlich gestriffen, aber... Jetzt ist es quasi 5 gegen 5, wie vorgesehen. Genau, jetzt ist es mehr oder weniger normale Runde. Das ging jetzt aber echt schnell. Ja, ich glaube einfach, weil wir Filmexperte so schnell easy bekommen haben und generell halt die Fester bis jetzt echt easy waren, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber hey. Da kann man jetzt eigentlich wieder du hast die gestrige Folge noch nicht gesehen. Lightning Richtung Treppenplatz ja, von Osten kommend. 250 GTO, parallel Süd, parallel nördlichste Straße. Wir machen also trotzdem, wir müssen trotzdem nur einen. Nee, ich habe verloren. Also dran am 250? Nee. Ja, 250 GTO biegt jetzt ab Richtung, Richtung Süden. Ah ja, genau, da ist schon ein Kopf ja, entgegengekommen. Ich sehe es, aber... Wo seid ihr? Wir fahren jetzt gerade, wo fuck ist das für eine Straße? Eskalation Richtung am Brunnenplatz vorbei, Richtung Westen. Startplatz, ja. Genau, und er fährt Eskalation runter, sozusagen, wir Richtung waren. Süden, ins Werwer rein. Kommt zu zweit entgegen, glaube ich. Richtung. Ja. Jetzt habe ich ist das Theater? Seid ihr schon Theater vorbei? Nee, dann weg. Ist Hauptstraße. Keine Ahnung, du bist vorne. Ja, nee, ich habe einen, der ist irgendwo abgebogen, wo ich nicht mehr gesehen habe. Das ging jetzt zu schnell. Server? Dann haben wir ihn nicht mehr. Der hat uns jetzt voll oder mich jetzt voll abgehängt. Na ja, gut, egal. Jetzt ein Treff, ist er tot. Ich hab Hauptstraße Richtung Osten. Ist der Lightning. Ganz im Osten schon oder wie weit? Nee. Ich sehe es. Welche Höhe ungefähr? Jetzt ist er schon Universität vorbei, ist jetzt gerade Höhe östliches S. Bam. Ich weiß nicht, ob du ihn getroffen hast. Ist jetzt ganz am östlichen Punkt. Und also ich hab's nicht so angenommen. Er pariert sich und fährt wo auch sonst hin. Naja, egal. Ja, ganz am östlichsten Punkt sozusagen. Ah! Ja, genau. Und der repariert sich da. Ja, ich komme gerade die östlichste Straße dann zu euch rüber. Wo ist er denn jetzt hin? Ah! Ja, der hätte sich noch eigentlich wenden müssen. Er hat eigentlich gewendet und ist dann nochmal gewendet. So, jetzt kommt er. Warte, ich lasse dich vorbeikommen. Komm, Gas!
Junge! Oh, der hat sich ja ein Ende. Ich hab ihn gar nicht gesehen, tut mir leid. Jetzt sehe ich ihn. Ich hab ihn noch am. Ich glaube, der hat ohne Ende Power, aber kein Handling, hoffe ich zumindest mal. Fährt Hauptstraße immer noch durch. Das haben die Pickups. Der wird sein Speed ausgesetzt. Das war optimistisch, fährt weiter durch. Immer noch weiter durch. Mit der Kamera. Ja, ich bleib der Wandsträfling, meine ich. Fährt Sperrstraße, bleibt am Treppplatz, dann kann jemand finden. Perfekt. Entschuldigung. Nicht so schnell rein. Ja, ich war voll auf der Bremse gestanden, tut mir echt leid. Ich konnte nicht mehr weg. Also jetzt? Ich versuch, an den anderen Ausgang, oder? Üblich ein bisschen. 21, 22, hängt er da? 23. Ja, ich hab ihn halt jetzt festgepinnt. Ja. Ja. Tut mir leid, ich wollte dir echt nicht reinknallen, aber ich konnte nichts mehr tun. Ne? Ja, hier kommt der nächste gehört. NSX direkt bei uns. NSX direkt bei uns. Sperrstraße Richtung Nord. Ich versuche vom nördlichen Tunnel her abzuschneiden. Mal fahren, warte. Jetzt nördlichster Punkt. Fährt dahin, wo fährt repariert sich. Kann sie mich auch reparieren. Dann fahr ich hinten dran und ich repariere mich aber nicht. Ja, wir tun gerade beide den Tunnel abschneiden. Fährt los wieder und fährt wohl. Fährt nördlich. Ja, so schnell ist der gar nicht. Nee, hey, der hat zwei Bäume. Ich bin schon direkt hier gegen die Wand so ein bisschen. Oh, ich wollte meine. Egal, ja, trotzdem gut. Einfach so, 21. Nein. Ich wechsle mal. Schade. Was macht denn das auch? Mich habt ihr auf jeden Fall. Seid ihr noch nördlichste? Und. Long. 21, 22. So. 29. Ja, Hammer. Perfekt. Na, guten Tag. Guten Tag, Kollege. Jetzt könnt ihr guten Tag sagen. Guten Tag. Guten Tag, Kollege. Hi, René. Hallo. Hallo. Ich hab mir eben gedacht, ihr habt nicht gehupt. So. Ich eigentlich drin, egal. Bezüglich Aufteilung, ich würde sonst einmal südlich so noch durchheizen. Ja. Ja, ein bisschen verteilen einfach. Ich glaube, Link am östlichen Punkt fährt südliche Straße rein, südliche Straße Richtung Perfekt. Westen fährt er rein. Moment gegen, ich bin aber noch ganz am Anfang, Leiter. ETO war da auch, aber egal. Ja, den kriegen wir mal. Keine Sorgen. Andi, bist du noch dran? Pause ist im Ring vorbei mittlerweile. Dran bin ich nicht, aber ja, nur wegen der ist jetzt in die Blitzzone rein. Okay, dann komme ich. Ich bin nämlich gleich an der südlichsten. Ah, jetzt! Er ist noch mit drin eigentlich in dieser Blitzerzone. Aber die ist ja eher am Ende. Ist vorbei, fährt weiter. Wohin weiter? Also kommt der Speer raus oder was? Ja. Ja, Speer bin ich. Ja, und bin gleich da oben. Hat sie gekreuzt, glaube ich, oder? Oder? Kommt da runter? Nein, er kommt nicht runter, hat sie gekreuzt. Sag ich doch, er hat sie gekreuzt. Okay, super. SU, ich würde entgegenkommen. Ja, die sich bohren können. Aufgrund des Schadens können das nicht machen. Nochmal da runter. Aber ich sehe nicht mehr, gell, Daniel? Also wenn nee, niemand sieht ihn. Deswegen, ja, aber es wäre ja. Da waren keine Reifenspuren, der wird 100% durchgefahren sein. Ja, na, ich habe nicht gesehen, dass er die Straße gekreuzt hat. Ah, ist durchgefahren, aber jetzt so, jetzt gerade beim Spawnpunkt. Okay, ja. Achso, fährt er auch Brunnen, oder? Fährt Brunnen hoch, ja. Okay, ich komme jetzt links raus. Okay, ne, er biegt ein. Oh, verdammt. Ist der Park eingebogen? Ja, Park und fährt diese Ecke da Richtung U wieder hoch. Ah, das ja, ist deswegen. Aber ich habe jetzt so. Wendekreis war zu groß bei mir. Ich fahr's U jetzt hoch, falls er hier reinfährt. Das sind Bremsspuren, der fährt auf jeden Fall Richtung südlichster. Aber ich bin zu weit weg, als ich das sehe. Das kann ich so einen Weg abschneiden. Ja, der fährt südlichste rein. Südlichste rein, okay. Also was ich reparieren kann am Start, reparieren und gegen. Korrekt. Wer es kann halt, ne? Ich habe 0% Motor, geht nicht. Ja, ja, ich habe nicht erst repariert, ich habe auch 0%. Aber ich kann nicht gehen. Ich glaube, ich bin wahrscheinlich der jetzt am nächsten dran ist, kann das sein? Er hat ja wenig Möglichkeiten umzudrehen. Ja, da vorne ist er, ja. Also er ist auf jeden Fall, er wird auf jeden Fall da rauskommen. Kommen welche entgegen? Ja, nein? Ja. Versuch's, ich bin dabei. Okay. Wartet eher unten, dass ihr den mit aufnehmen könnt, weil wir nicht wirklich da sind zum irgendwie was machen. Der müsste jetzt eigentlich da sein schon. Ja, ist jetzt gerade durch. Ja, dann hinterher. Er fährt weiter, geradeaus quasi. Soweit ich
ich das so sehe. Durfte ich hier durch? Ich weiß es nicht. Nochmal. Wird jetzt meine kassiert. Bleib mal bitte. Wo seid ihr? Ist hier links abgebogen. Eskalation Richtung Theater. Eskalation Richtung Theater. Ich hab Passantenbild. Jetzt starten. Ja, da war jetzt schon gute Schaden. Ja, hat er. Ja, wie gesagt, er hat gerade eine kassiert runter. Genau. Ja, ich mach mal nur langsam. Oh, sorry. Ihr werft ihn irgendwo dagegen und ich bin bereit zu pinnen. Na, ich bin auch mit da hinten. Da vorne pinnen, vielleicht? Ach, shit. Ups, schade. War aber nicht schlecht prinzipiell. Jetzt hier gegen die Bäume. Vielleicht. Ja, oder so. Ja. Ja, ist gut. Nicht zu dort push. Wo seid ihr jetzt? Alter. Nee. Kalt dagegen. Wehrt sich ja! Aber ich glaube, ja, das war's. Müssten 5 sein. Sehr gut. Wer war das? Koro. Hallo. Immer 100% Motor, aber dafür 1 Lenkung. Schön. Also, grüß Gott. Wer ist denn da gerade an mir an dem Camaro vorbeigeschossen? An dem Vordersten? Welcher Camaro? Ja, der, wo gerade die größere Verwirrung. Ja, weiterhin einfach versuchen zu verteilen. Da es jetzt nur noch 2 Racer sind, wird es die größere Aufgabe sein, die zu finden. Deswegen. Ich fahr grad südlichste von der Speer aus. Also südlichste. Warte mal. Ich glaube, der Kamera, wo jetzt hinten ist. Jemand Untergrund zum Checken oder so? Ich meine gerade was Türkises parallel nördlichste gesehen zu haben, ganz im Osten. Aber ich schau mal selbst. Ja, östliches S, der blaue Link. Fährt jetzt Richtung Nord, also Richtung Hauptstraße zurück, hat einen Frontaltreffer. Fährt okay. Hauptstraße rauf und biegt Hauptstraße Richtung Westen ab. Ist noch vor Universität, ist es gerade aus dem östlichen S. Ich bin jetzt gleich Universität, da bin ich. Ist es, hält sich. Ah, gerade verpasst, schade. Er fährt Eskalation, Statuenplatz. Ich habe ihn zum Theater gedrückt, fährt Theater in den Untergrund. Untergrund Theater, ich wiederhole alles, was du sagst, das finde ich gut. Er fährt in den übel langen Untergrundabschnitt Richtung Teufelseck, also ist da quasi da unten rechts abgebogen, also doppelt. Ja, er fährt jetzt halt diesen Abschnitt durch, ja, versucht an der Kante, er steht an der Kante. Ja, ich seh's. Hast du ihn, ja? Ja, ich habe ihn da so ein bisschen in die Kante geparkt. Ja. Und du hast schon ein bisschen mehr Power, weil ich ihn halt einmal offen habe. Ja, also. Vielleicht da hinten in die Bahn, ja. Ich versuche ihn jetzt nur ein bisschen langsam zu, man ist immer zu... Er wendet, er fährt da wieder zurück. Vorsicht, wenn ihr da entgegenkommt. Danke. Ich versuche ihn wieder zu. Der ist aber schon tot eigentlich, also der hat nicht mehr viel. Ja. Jetzt vielleicht schafft ihr es zu pinnen. Sehr gut, ich bleib stehen. 21, 22, 23. Ja, Hammer. Danke euch, dann fahr ich gleich weiter. Oh, gut. Willkommen! Repariere mich mal ganz kurz. Weil der Link alle gegen einen oder was? Ja, weiter. Die Taktik behalten wir bei. Einfach verteilen und gucken, dass wir ihn finden. Jetzt ist nur noch Pluto. Ist halt der 250 GTO. Ist also das wertvollste Fahrzeug. Zum okay. Schluss. Als wär's gescriptet. Und so, das ist Pech. Ich hab dich nämlich parallel nördlichste schon gesehen. Hab dann so ein bisschen entgegengeschnitten. Ich fahr dann auch mal nördlichste. Ich bin östlich. Ich war gerade Bahnhof, also, aber. Also, ich glaube, jetzt ist der Nervenkitzel bei Bluto richtig hoch. So ist der Racer. Nördlichster Punkt, nördlichster Punkt. Ja, okay. Wo lang? Nördlichster Punkt. Der fährt Sperrstraße. Wie weit ist er? Eskalation schon durch? Kann eigentlich noch nicht. Die sind jetzt durch. Jetzt Treppenplatz durch. Fährt Eskalation links rein Richtung Osten. Fährt jetzt wieder hoch Richtung Hauptstraße. Fährt westliches S meinst du? Ich meine, hatte ich östlichste? Achso, ich habe östlichst verstanden. Okay, sorry, ich sehe nicht. Wo ist hin? Er kann entweder nördlichste Richtung Osten oder westlichste. Ich glaube, wir zwei. Nördlichster Tunnel fährt er runter. Okay, da komme ich auch gerade. Er fährt weiterhin Richtung Brunnen runter. Wenn sich jemand respawnen kann, jetzt machen. Ja, Andi und ich respawnen uns da gerade, glaube ich. Er kommt da auch gleich hin. Als wäre es abgesprochen, dass wir da jetzt so uns hinporten könnten. Biegt aber in den Park Die südliche Seite vom Park fährt gerade nicht Richtung U hoch, jetzt Hanade-Kreuzung, fährt aber Richtung Eskalation.
Östliche Seite vom Park fährt Richtung Eskalation. Jetzt also sofort Eskalation, Park, die Kreuzung. Eskalation Richtung Osten. Gleich die Speerstraßenkreuzung. Speerstraße wird jetzt gekreuzt. Fährt gerade drüber. Untergrundauffahrt. Das nächste fährt vorbei Richtung Wirrwarr also. Eskalation weiter Richtung Osten. Fährt ins Wirrwarr rein. Sieht Wirrwarr erstmal gerade weiter durch. Ich habe Wheelie gemacht. Fährt Richtung Eskalation zurück. Nein! Kreuzeskalation Richtung Hauptstraße, Hauptstraße Richtung Osten. Als nächstes Höhe Winkelgasse, Winkelgassenhöhe. Jetzt fährt weiter. Bremst an, fährt Richtung parallel nördlichste hoch. An der Winkelgasse vorbei. Fährt Richtung nördlichste, fährt nördlichste Richtung Osten. Kommt am östlichen Punkt der nördlichen Straße also raus. Packst du an hier am Exit? Jetzt im Rechtsknick, jetzt also gleich parallel durch die Kreuzung. Ach, schade. Fährt ins östliche S rein, östliches S Richtung Süden. Von da aus Richtung Baumallee runter. Jetzt weiter Richtung Baumallee. Fährt die Baumallee Richtung Theater. Fährt Eskalation Richtung Westen. Start und Platz vorbei. Das geht so weiter Richtung Westen. Untergrundabfahrt vorbei. Fährt wieder ins Wirrwarr rein. Weiter Richtung Wirrwarr, also nicht nach Paris südlichste abgebogen. Fährt wieder Richtung Eskalation zurück. Kreuz wieder Richtung Hauptstraße. Portal getroffen. Steht hier. Er steht hier mittendrin. Ja, okay. Einfach weiter wehtun. Wo ist er denn? Da hinten. Ja, direkt hinter dir. Davor, davor, davor. Ja. Oh, nicht. Nee, nicht drücken, nicht drücken, nicht drücken. Jetzt, nur dran stehen. Jetzt. Nein, er sieht mich nicht. Nein. Konnte er sich auch frei? Nee, ja, sieht doch, bei mir ist er geghostet. Bei mir ist er geghostet. Aber er sieht einen oder zwei nicht. Ja, er hat vielleicht geschoben. Ja. Das mit dem kleinen Auto, also das kann nicht sein. Dann töten wir ihn aber halt. Jetzt nur zustellen, nicht. Ja, nicht schieben. Nicht schieben. Einer nur vor. Zustellen. Nein! Komm. Also bei so vielen Cops, das kann ja nicht sein. Universität. Jetzt kassierst du. Ja. Ah! Passt. Ja, jetzt aber. Nicht schieben. Jetzt aber. Aber hat er gut gemacht. Bluto, du nimmst bitte den schnellen Lamborghini. Wir haben noch alle Overwatches verfügbar. Also halt falsches von mir. Ey, aber von der Zeit her, es waren jetzt so ungefähr 23 Minuten Verfolgungszeit. Also ungefähr ein bisschen weniger als das normale. Aber muss auch sagen, es ging am Anfang halt verdammt schnell. Hat mich selber ein bisschen überrascht, aber voll cool irgendwie. Irgendwie halt mal was anderes auf jeden Fall. Ihr seid halt die zwei Supercops. Ja, war auch ein bisschen glücklich, muss ich sagen. Gerade am Anfang diese Frontaltreffer und alleine pinnen war halt natürlich geil. ja, wir machen auf jeden Fall jetzt noch eine zweite Runde. Da werden dann Andi und ich mal Racer sein, dass ihr die Sicht zumindest mal auf unseren Channels auch mal gesehen habt. Aber wir haben natürlich noch weitere fantastische Sichten, deswegen die auf jeden Fall auch auschecken, dass ihr da auf jeden Fall es auch seht, wie es immer auf der anderen Seite ist. Deswegen kurzer Cut und dann schauen wir mal, wie es da so läuft. So, das sieht doch schön aus hier. Richtig schön Weihnachtsstimmung. So muss es sein. Gut, wir gehen ganz kurz die Fahrzeuge durch. Ich habe schon gehört, bei manchen sehen wir die ersten Fahrzeuge nicht. Bei mir sehen wir sie immerhin, deswegen erstmal never mind. Also, wir haben einmal mit dabei AMC Javelin gefahren von... Oh. Alles klar. Dann haben wir ein X-Power gefahren von mir. Habe jetzt einfach nichts Neues aufgebaut. Bin schon mal gefahren, aber ist ja auch schon eine Weile her, von dem her. Passt es. Dann haben wir einen Cobra Mustang gefahren von... Asset Burn. Ein Mini Cooper. Von Filmexperte. Ja. Dann haben wir ein Audi R6, denke ich mal. Muss ja sein. Von? Vom Aaron. Vom Aaron. Dann Infinity Q60. Was leid hier? Was leid hier? Cool, dass er auch dabei ist. Dann haben wir eine E-Klasse. Das ist eine C-Klasse. C-Klasse, Entschuldigung, ja. Von Kobayashi. Einfach klasse halt, was du da machst. Ja. So. Dann haben wir einen Miura. Und Pluto. Und last but not least haben wir noch einen Gast dabei im Daytona Shelby und zwar von Mr. 100 EQ. Der heißt wirklich so. Aber der gehört nicht zu uns, der hat sich einfach dazugestellt. Einfach ganz gesittet
Ja. Achso, und die beiden Cops, die da drüben zu sehen sind, ist einmal nur 24 Stunden Racer und Spadboy, die dieses Experiment mal wagen. Und ja, ich würde einfach sagen, ich move euch raus. Oder habt ihr noch irgendwelche letzte Worte an uns? Vielleicht zukünftigen Kollegen? Unserer Seite gibt's Donuts. Okay, ich lass jetzt. Alles klar, ich bin da. Also, das musst du jetzt halt natürlich, ne? Also, das ist halt natürlich und, jetzt eine Ansage, ne? Also, und heiße Schokolade. Oh, ich hätte gesagt, in dem Bier wäre ich da. Dann würde ich das auch sehen, ja? Gut, egal. Ich move euch raus und dann geht's eigentlich auch mehr oder weniger gleich los. Viel Spaß. Viel Spaß. Okay, ich gebe trotzdem Startsignal. 3, 2, 1. Achso, ich wollte vielleicht meinen Schaden... Achso, ich darf hier den Schaden gleich reparieren. Hammer ja festgelegt. Okay, die größere Gefahr ist, glaube ich, jetzt am Anfang, sich nicht gegenseitig kaputt zu fahren, oder? Ja, das hätte zeitlich gut geklappt, aber der Mustang hat seine große Frontstange, damit hat er sich erstmal am Boden versenkt. Passiert. Oh! Hey, ich werde wieder als erstes gefunden. Ach, passiert. Du musst einfach besser fahren. Genau. Ja, sein, da sind nur zwei. Jetzt schon mal mit dem Schaden, bevor ich's vergesse. Wie schlimm können schon zwei Cops sein, Filmexperte? Die hat einer ist. Ja, wobei, ich bin ja als zwei aufgetreten. Ich habe ihn erst von hinten gejagt und dann habe ich mich neu geportet und habe ihn von vorne gejagt. Also. Hast mich dadurch noch verwirrt? Ja, ich hab mich selbst verwirrt, ey. Auf einmal, ey, das hat übelst untersteuert auf einmal und dann war ich, ja, in der Kante drin. Und die Cops sind unterwegs in 3, 2, 1, go. Wäre es nicht eigentlich eine schlaue Taktik, den stärksten von uns, Andi, einfach sich quasi, dass du jetzt deinen schicken Arsch so ein bisschen rumtanzen lässt vor denen, dass sie dich verfolgen und dann aber die Verfolgung ultra lange ziehst. Also, bin auf dem Weg. Pulsticks, Frontantrieb und also, das wäre doch jetzt eine gute Racer-Taktik. Ja? Quasi sie lange beschäftigen. Also, denk aber dran, die Kaffeepause gibt's nicht. Also zumindest mal, wenn du der Einzige bist. Ja, der Infinity ist reifenschonend bestimmt. Ja. Frage ist, findest du sie, bevor sie jemand anders finden? Das ist ja die Frage. Mit Kopf oder ohne? Ich weiß nicht, ich meine, kann nicht reifenschonend, weil ich fahre 640 PS Masse. Ah, und fahrt bitte, wenn ihr nicht verfolgt werdet, wovon ich jetzt bei den meisten ausgehe, auf der rechten Fahrbahn, ne? Dass wir da etwaige unnötige Frontaltreffer. Alter! Ich hab mich wieder so erschrocken. Ja, du bist aber nicht ganz rechts gefahren, ne? Mit der Lampe. Ist ja alles gut gegangen. Und wenn jemand verfolgt wird, bitte schreien. Bitte nicht verfolgen. Aber am besten erst wo und nicht nur einfach laut sein. Holt mein Bier. Wie denn? Keine Ahnung, vielleicht machen die keine Ahnung. Also ich war schon am Treppenplatz, aber da war ja, nichts. Ich glaube, der Übliche war auch nichts. Vielleicht sind die auch direkt in den Osten gefahren. Achso, du bist jetzt bisher auch bitte nicht. Da habe ich gerade im Park. Wo hast du denn eigentlich alles leer? Hauptstraße, hallo. Winkelgasse, wo ist er hin? Wo ist er hin? Da ist auf jeden Fall ein Asset, Vorsicht. Oh, hab ich gerade gesehen. Da einfach so rüberziehst. Ich habe ihn verloren, tut mir leid. Oh, Andi, keine Frage, den findest du schon wieder. Früher oder später werden sie uns finden. Ja, oder ich sie. Aber die fahren getrennt voneinander oder was? Aber das ist ja eine komische Taktik. Ja, das war nur einer tatsächlich. Ich glaube, die setzen halt darauf, einen zu finden. Relativ schnell. Also Mr. Ein oder die Kuh ist schon mal festgesetzt. Ja, der verfolgt mich gerade. Hörst du, sagst an, wenn da was ist. Also bis jetzt ist ja nichts, ich sag dann schon Bescheid, wenn ich irgendjemanden sehe. Also ganz kurz auch, bevor jetzt noch irgendjemand groß festgesetzt ist, an die Zuschauer nochmal, falls sich da eine fragt, warum die Formatidee, wenn sie doch eh schon mal in groben Zügen vorgeschlagen wurde, noch nicht in FA4 stattgefunden hat. Ganz einfach, das Format funktioniert eigentlich nur hier, in FA5. Also es ist mal wirklich ein Format, was jetzt erstmal hier nur experimentell ist, keine Ahnung, ob es ein festes Format ist. Ich fahre Richtung. Was tatsächlich noch in FA5 funktioniert. So. Ich fahre über Hauptstraße Richtung Bauernhof mit beiden Cops hinter mir. Den man von uns gerade Unfall gebaut mit einer X-Klasse. Oh nee, das ist.
random. Nee, aber ein Transit. Was hat der Transit dir schon wieder getan? Wer war mir weh? Nummer 1. Das ist keine Ausrede. Ich habe Miura. Ist hinter Theater. Ich fahre Richtung Brunnenplatz. Erst, also ich bleibe erstmal ein bisschen im Westen. Oh, was geht hier ab? Ich fahre einen heckangetriebenen Kompressor geladenen Mustang. Und meine Reifen vorne fressen mehr. Es sind schon wieder so viele andere Spieler gerade in der Stadt. Und ja. Ich habe so ein bisschen Synchronisationssorgen. Ja, 100 IQ fährt mir immer noch hinterher. Ja, ich habe jetzt auch schon wieder einen hier im RX-7 rumdriften sehen. Schon wieder der? Ja, da, ja, das ist der. Ja. Alles ist der, okay. Oh. Also ich bleib mit den Cops erstmal im Westen. Vielleicht ist deren Taktik auch egal, wir haben so viel Zeit, wie wir wollen. Wir lassen die jetzt einfach ihre Reifen zerstören. Wobei, wie wir schon festgestellt haben, auf dem nassen Fahrbahn ist der Reifenabbruch nicht so heftig. Ja, also eben, ich bin jetzt bei 6% und ich bin gerade schon ein bisschen stickig geheizt. Bei 3,8. Ja, ich stehe eigentlich noch rum, jetzt 4%. Also. Ja, ich bin auch bei 5%. Ich hoffe, die machen das nicht, da dauert es sonst. Hey. Ja, das soll zu lang. Da war nichts. Ich muss noch ständig immer nach hinten gucken, weil ich kann nicht riskieren, dass ich den Mini treffe. Lustigerweise, ich habe den Breitbau-Mini erst erkannt, als ich kurz vor knapp dran war. Also selbst trotz Breitbau-Kit hätte ich den jetzt von weitem für einen Passanten gehalten, ehrlich gesagt. Oh, da ist ein Chevrolet ganz schnell. Aber der ist, und da kommt nichts dahinter. Ich wollte aber ein bisschen schneller machen. Wer wollte Spaß mit den Cops haben? Ich. Ja, wir sind am Bahnhof. Immer noch. Schön. Immer ich darf hier nicht eingreifen in die Folge. Genau. Also das habe ich auch an die Zuschauer nochmal. Die Regel, mit, dass die Racer die Cops nicht angreifen dürfen, ist bei dem Format natürlich äußerst verschärft. Die haben mich. Hier gilt ganz klar, sobald man Cops sieht, Beine in die Hand, beziehungsweise Räder an die Hand oder was auch immer, oder Pedal, Double Metal, wie auch immer, auf jeden Fall abhauen. Dann macht das Chat-Signal oder? Wir haben Angst vor den Cops. So sieht's aus. Ich rufe, Moment. Jetzt wird's ärgerlich. Drei Cops sind schon einer zu viel, meiner Meinung nach. Würde mich jetzt von den Spawns entfernen, allgemein gesagt. Ja, würde ich auch. Ich provoziere es nicht. Ja, Andi, wahrscheinlich hat die irgendwo mittendrin. Andi, don't do it. Mach einen Donut am Brunnen. Im Prinzip wäre es aber echt eine schlaue Racer-Taktik, sie einen hinter sich zu bringen und sie dann so lange zu beschäftigen und immer den anderen ansagen, wo man ist, dass alle anderen da nicht hinfahren. Gesetz des Falles, man schafft es halt natürlich, sie wirklich so zu beschäftigen, dass sie dich nicht bekommen. Hey Andi, falls du gerade auf dem Weg bist zum Brunnen, da ist keiner von denen gespawnt. Ich bin am Brunnen. Also ja, ich bin da auch. Was haben die gegen mich? Keine Ahnung, nicht. Die haben Angst. Solange die Straße nass ist, sind meine Reifen cool. Im doppelten Sinne. 9% vorne, 8% hinten. Komisch. Der vorne. 2 habe ich. Der vorne hin. Was ist das für eine Attacke? Ich habe dich nicht mal berührt. Hat so aber Millimeterarbeit. Kalkuliert. Ja. Na? C-Klasse. Nein. Nördlichste Straße kam mir gerade im Kopf entgegen, hat mich frontal erwischt, verfolgt mich. Ich fahre parallel nördlichste gleich wieder zurück Richtung Westen. Was? Richtung Westen? Ja. 2. Hi. Sorry. Und ihr war ja schon Motorschaden und zwar ordentlich. Ich mach's mal ein bisschen Halbgas. Klüglich. Die haben sich beide Vollgas in die Wand gescheppert. Ich mach mal Halbgas, damit ich ein bisschen Spaß hab. Hi. Hauptstraße Richtung Osten. Wo bist du? Ich bin jetzt gleich mal auf dem Punkt. Er hat probiert mich zu pinnen und nicht so geglückt. Ich fahre jetzt auch nicht. Ich fahre jetzt Speerstraße Richtung Süden. Oh, die tun mir leid. Ich bin übrigens halt die Sichten der beiden Startcops in der Videobeschreibung. Ich bin halt an einer Kreuzung entgegengekommen am Treppenplatz. Sie sind halt beide in die Wand reingeschallert, frontal mit 180 oder so. Ja, super. Ja. Also wie gesagt. Ich fahre hier gerade wirklich Halbgas und die kommen gerade so hinterher. Da dauert ich sehe euch, aber ich muss weg. Ich darf hier nicht. Südlichste Straße jetzt Richtung Osten? Nee, östlichste sind sie da, oder? Bei Dings in der Ecke. Hey. Hab ich gerade 2 Camaros gesehen. Okay, nevermind.
Andi. Andi. Andi hat Bock, Dings zu sein, hier, ne? Ist das, denn ich dachte, er carried jetzt. Ich dachte es eigentlich auch, aber ich denke mal, der hat sich verzockt. Die Verfolgung auf der südlichste ist jetzt eher dann am Stadion, oder? Ich bin jetzt gleich am Stadion. Nee, die sind da, glaube ich, vom Osten da, weiß ich, wohin gefahren, oder? Keine Ahnung. Ich fahre aber Stadion. Ich habe so keinen Bock, der Letzte zu sein, ne? Wieso? Macht Spaß, also. Da kann ich die ganze Nacht wieder nicht schlafen. Ja, okay, das war's. Ja, oh, nee, das war's nicht. Sie haben mich rausgeschoben. Dann war's nicht. Machen wir weiter. Wait, dann einfach rein mit dir. Dann bist du auf jeden Fall nicht. Boah, ich muss mal Ding noch fahren. Ja, Jungs. Sag mal so, ich fahr ja eh schon eine halbe Cheater-Karre, aber das bringt mir nichts. Okay, jetzt haben sie mich aber. Okay. Tut mir leid. Tschüss, Jungs. Viel Spaß. Jetzt ist okay, jetzt ist Kaffee ab jetzt. Stimmt, ich hab eigentlich fast gar nicht. Ich hab keine 10% reif. Ist sogar fast zu der Zeit, wo man sie normalerweise hat. Eine Minute früher als ich. Ja, ich hab nur 15 Reifen, Motor, so alles. Ja, ich bin jetzt extra, weil ich nicht wusste, wie lange es geht. Super vorsichtig gefahren, aber jetzt ist eh egal. Jetzt läuft ja die Zeit. Ja, gespannt. Ich weiß eigentlich die C-Klasse eigentlich. Oh, da hinten sehe ich den Miura. Ja, ich erinnere mich nochmal, wenn es eine Minute ist. Du fährst ja doch auch eine tolle Autos, oder? Ja, ich versuch's, aber muss ja auch gucken. Ja. Hast du eigentlich den Way jetzt gleich im Kopf? Wir haben keinen Timer mehr. Ja, gut, Dann geht ihr halt einfach alle direkt Kaffeepause machen. So einfach ist es. Lang ist das Kaffeepause? Eine Minute, anderthalb? Aber ich glaube, ich werde jetzt nicht festgesetzt, weil die haben mich noch gar nicht erst gefunden. Und ich werde... Ich sag mal so, wenn ich zum jetzigen Zeitpunkt verfolgt werde, glaube ich, werde ich nicht so schnell festgesetzt. Wer weiß. Ja, klar, man weiß nie, aber... Sagen wir es so, der MG ist schon sehr stark. Ja, von den Stats her bist du ja Javelin auch relativ gut. Wieso fahre ich gerade die offensichtlichsten Straßen? Ja, da war ein Kopf-Hauptstraße. In meinen Augen sind alle Straßen offensichtlich. Da war ein Kopf-Hauptstraße Richtung Osten, aber der fährt mir nicht hinterher. Eigentlich brauche ich jetzt gar nicht mehr so entspannt fahren, aber andererseits gut zu gasen macht auch keinen Sinn, dass die Chance noch viel höher in Frontal hat. Cop-Baseball-Stadion-Spawnpunkt. Ja, bei mir haben die Cops eh so ein Handy. Oh, ja, Cop Richtung Baseball von Teufelseck. Ich war smart, ich hab's im Gang. Und noch einer. Ganz grob Theater. Ja, parallel südlichste und hab sie, glaube ich, auch schon nicht mehr hinter mir. Aber ich werde versuchen, Richtung U dann endgültig sie hinter mir zu lassen. Was hier Richtung U? Das ist aber also, schlecht. Ich fahr parallel südlichste durch, ich sehe sie schon nicht mehr. Ja, okay, parallel passt, dann fahr ich südlichste. Ja, dann fahr ich so schnell wie möglich aus der U wieder raus. Okay, ich mach den Kopf wieder los. Ich auch. GZ! Weiß jetzt schon, wie es endet. Ich hab gleich an einer Backe. Ach Quatsch. Also ich weiß auch, wie es endet. Am Ende sind alle festgenommen. Ja, weil es sind alle Cops. Es sei denn, das geht jetzt Stunden. Ja? Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, ich dreh mal um. Wie lange ist denn jetzt der Kaffeepause? Bei 20, glaube ich, ganz grob. Noch 2 Minuten knapp. Okay. Sind da meine Vorderreifen mehr Abrieb als die Hinterreifen? Vielleicht Frontmotor? Oh ja, da war was. Ich hab Frontmotor. Gewicht, die drauf lastet und wenn du, ja, ich hab 17. Wenn du halt keine Wheelspins hast beim Gas geben, dann ist es normal, dass die Vorderachse mehr belastet wird. Hab 2 Kopfs gesehen, bin, sollte mir eigentlich daher sein, aber ich bin jetzt Hauptstraße Richtung Osten, ich werde durchziehen. Ich müsste die eigentlich was weg haben, aber ich da so trotzdem. Ich glaube, ich drehe nochmal eine Runde. Ich glaube. Ich fahre einfach mit, ist mir egal. Jetzt mit da lang. Kann man sich am besten reparieren. Hinter mir sind die jetzt nicht mehr, ich sehe keine mehr. Vorsicht. Oi, sorry. Alles gut. Hab's rechtzeitig gesehen. Eskalation. Ja. Ganz also noch eine gute Minute, ich repariere mich jetzt aber. Eskalation 2 Cops. Ich hab ein, was ist das hier?
Ich bin. Kein. Oh, hallo, Chad. Ach, ich fahr jetzt einfach nördliche Straße komplett durch. Nach Westen. Also nicht mehr mehr ganz eine Minute. Theaterausgang. So langsam sollte sich jeder, der die Kaffeepause noch nicht gemacht hat, sich langsam dazu bequemen, sie umzusetzen. Ja, das werde ich jetzt auch machen. Bin jetzt gleich am nördlichsten Punkt. Werde auch noch meine Kaffeepause machen. Achtung, Alter. Sorry. Da kommen Cops hinter dir. Deswegen. Ach so. Ja, ich sehe aber keine. Müssen da aber eigentlich recht bald kommen. Ich muss mich hier noch reparieren, also alles gut. Ich fahre jetzt genau deine Reifenspuren quasi nach. Oder zurück und da sind keine Cops. Ich hau jetzt Sperrstraße komplett durch nach Süden. Okay. An dem Kopf vorbei. Kommen im Mini. Nee, ich muss mich hier noch reparieren, also das war. Okay. Die letzten Sekunden: 3, 2, 1, vorbei mit Kaffee. Fahr jetzt. Wer jetzt Kaffee will, der muss zu den Cops. Von Süden nach was ist? Ich bin nach. Ja. Der Wagen kommt parallel südlich, aber im Aufhaltung. Er versucht aber wahrscheinlich nur dran zu bleiben. In welche Richtung? Ja. Ich fahre jetzt was ist das hier? Ich fahre jetzt Brunnen Richtung. Oh, da ist ein Raptor Richtung Osten. Richtung Osten, du meinst Statue Richtung Osten. Oh Gott, jetzt habe ich ja noch einen zweiten. Lass mich doch in Ruhe, ich habe nichts getan. Nur zur Info, es sind 5 insgesamt, die es gibt. Ja, es sind aber 2 könnten noch mehr werden. Gleich, ich bin jetzt im nördlichsten Tunnel. Ja. Und fahre jetzt nördliche Straße wieder Richtung Osten durch. Ja, es ist der dritte schon da. Super. Sind ja nur 3 von 5. Ich muss aber sagen, es hält sich, glaube ich, gerade ziemlich lang, dieses 5 gegen 5. Aber es könnte auch eine Kaffeepause gelegen haben, dass alle sich jetzt ein bisschen wieder retzen konnten. Verschrei es nur nicht. Nee, ich verschrei gar nichts. Ich weiß ja, wie es bei den normalen C4R-Ausgaben ist, dass manchmal innerhalb von 3 Minuten auf einmal gefühlt alle festgesetzt werden. Auch hatte ich auch direkt gesagt, so am Anfang eher langsamer fahren, um Reifen zu schonen. Ja, 2 Minuten später waren die ersten 2 raus. Ja, danke. Ja, sagen wir es halt so, wenn du langsam fährst und er kommt dir halt entgegen, ist das Ausweichen schwieriger. Andererseits, wenn du schnell fährst und er trifft die Frontal, ist halt auch RIP beim Frontmotor. Aber bitte, bitte ein paar mehr Calls, wo die Verfolgung gerade ist. Bin jetzt, was ist das hier? Da, wo der riesen Weihnachtsbaum ist. Der Statue. Ja, fahre ich jetzt richtig. Oh mein Gott, hier bin ich im Wirrwarr. Ach ja, schön zu wissen. Und hau jetzt, was ist das, Hauptstraße? Eskalation, fährst du durch Richtung Westen. Westen durch. Versuch mein Topspeed irgendwie auszuspielen. Warum bin ich immer wieder away? Und jetzt bin ich. Ich seh dich gar nicht. Out. Ja, nee, ich war gerade hinter dir, ich hab aber. Achso, okay. Ich bin jetzt wieder am Brunnenplatz. Ja. Was? Brunnenplatz, ich versuche ins obligatorische U zu kommen, um ein bisschen Zeit zu schinden. Von Ost nach West? Oh mein Gott! Die haben mich in die Pampa geschmissen, mich dort zum Überschlag gebracht. War jetzt obligatorisches U von Norden nach Süden? Ja, von Norden nach Süden durch. Von West nach Ost, ja. Gut, ja, genau. Ich habe 3 an mir. Irgendjemand ist. Achso. Ja. Was sind die anderen? Ich habe 60%. Die werden wahrscheinlich versuchen, da hinzukommen. Manchmal ist es auch wie verhext. Manchmal bist du in der Nähe, aber schaffst trotzdem irgendwie nicht zur Verfolgung aufzuschließen. Ich fahre links. So, ich fahre jetzt am besten alle von der Stadionregion wegbleiben. Da ist der vierte. Aber heute spielen die Guanajuato Tigers. Gar nicht. Das Spiel wurde abgesagt. Ah, okay. Oh mein. Okay, auf mir war gerade Camaro, das finde ich jetzt nicht so nett. Guck mal, ja, ich kann dir schon mal sagen, da wo du gerade bist, ist auf jeden Fall nicht das Stadion. Ich weiß das selbst cool, mal, wo ich bin. Brunnenplatz, glaube ich, das schon wieder. Ja, das war Parkrund. Ich fahre jetzt wieder ins obligatorische U. Nö. Sah auf jeden Fall sehr interessant aus, oder was?
Ja, aber wie kannst du so schnell vom Stadion ins U kommen? Er war nicht genau auf der anderen Seite. Hat sich vertan. Nee, hat mich auch für mich die okay, ich bin raus. Okay. Ja. Der ganze Signal. Das war's. Chat-Signal, ne? Ja. Danke. Ja, da waren es nur noch vier. Dann fahr ich mal schnell auf die andere Seite. Langsam wird's wieder spannend. Die vier Musketiere, sag ich dann nur, sind es jetzt. Was für Autos haben wir denn jetzt noch übrig? Miura. Mini. Ja. Javelin. Ah ja, okay. Ja, Mini tarnt sich im ersten Moment eigentlich ganz gut. Das ist, Herr Kops, ich höre irgendwas im Untergrund Richtung Theater. Weiß nicht, ob das einer von euch ist. Wenn das ein V8 ist, dann war das ich. Dann, ja, ich kann jetzt keinen... Ja Mutsch gut, die Cops haben auch V8, das ist schwierig jetzt, ne? Wenn es ein alter V8 ist, dann weiß ich. Oder fährt was Schnelles. Oh, das ist ein Cop, aber der sieht mich nicht. Glück gehabt. Eskalation Richtung Speer. Also ich bin halt in der Nähe von ihrem Spawn. Deswegen. Sorry. Wieder klau die gleiche Stelle auch, lol. Ja. Ja, vorhin habe ich halt nach hinten geguckt. Deswegen, das war jetzt gerade. Das ist alles gut. Das Problem ist, jetzt sind die halt 6 Stück. Das ist schon eine kritische Anzahl, muss ich sagen. Ja, das ist... aber nichts Ungewöhnliches in einem C4R-Format. Das war ein Kopf. Hauptstraße, ungefähr Universität. Okay, wohin? Richtung. Mal gucken, wohin, wenn ich ja wieder rauskomme. Richtung Osten, Richtung östlichster Punkt. Das sind auch schon direkt 2. Das wird spannend. Ich bin jetzt gleich östlichster Punkt. Fahr jetzt östlichste Straße runter und werde mich wahrscheinlich Richtung Todeskörper orientieren, aber das kann ich halt jetzt noch nicht sagen. Ich versuche jetzt aktuell, also auch an die Zuschauer, warum ich so rumbummel, ich versuche so viel Reifen gerade zu schonen, wie geht, in der Hoffnung. Ich habe mich doch unentschieden, ich werde jetzt Richtung Baseballstadion, östlichste Straße, biege aber vorher ab, sozusagen unter das Baseballstadion, grob gesagt. Der Kopf hat sich verfahren, okay, ich habe eine Chance, sie wieder loszuwerden. Oh ey, ich mach halt auch, ich bin gerade im fünften Gang auf 5 bei 50 km/h unterwegs. Ja, ich fahre auch gerade ganz langsam, einfach, du weißt ja nicht, was hinten raus noch passiert und wenn es dann an den Reifen scheitert, dann ärgert es dich, deswegen. Ich fahre jetzt parallel südlichste, ich weiß nicht, ob ich noch welche hinter mir habe. Kann, also es werden noch welche im Bereich Stadion sein. Ich habe einen Kopf im U. Ich sag weiter an, sobald ich mehr Infos habe. Ich habe auf jeden Fall jetzt nichts mehr hinter mir, nein. Ja, also ich habe einen Kopf bei bei Bahnhof, meine ich, gleich. Okay, ich fahre. Habe aber einen guten Vorsprung, also ich habe das Gefühl, ich könnte ihn abhängen, wenn jetzt nicht noch ein Zweiter kommt. Nein. Ja, ich werde nördlichste, nach zum nördlichsten fahren. Einer von euch gerade Hauptstraße? Ich habe da auch schon, oder Hauptstraße Untergrund oder Hauptstraße über dem Untergrund im Westen. Da war auch schon wieder sehr aggressive Motoren, Sounds, die nach Camaros klang. Ja, also ich meine, den Camaro auf jeden Fall schon mal gut abgehangen zu haben. Parallel in nördlichste Richtung Westen ist ein Korb, der fährt aber oben mit mir hinterher. Okay, auch okay. Weil da bin ich jetzt gerade, nämlich in der nördlichsten Ecke. Wo fährst du weiter hin? Ich bin jetzt Wirrwarr rein. Der musste okay, erst umdrehen und war ein gutes Stück dann hinter mir. Also keine Ahnung, also ob der parallel südlichste war es. Ich habe nördlichste verstanden. Der parallel nördlichste, ja schon, aber ich bin dann richtig so runter. Puh. Also wir könnten auch da oben in dem Eck sein. Bei also Chance scheint gut, dass die Runde auf jeden Fall länger dauert. Nicht, dass wir jetzt irgendwas beweisen müssen, aber... Aber eigentlich schon. Aber eigentlich schon, genau, das ist halt... Ja gut, muss ich sagen, auf Kopfseite, gerade am Anfang habe ich halt echt so Lucky Hits gesetzt, das hat halt schon echt viel Pause gemacht. Ja, bin mal los. Ich meine, noch ist alles, glaube ich, okay. Gegen 6 kann man noch bestehen, sofern sie es nicht schaffen, alle 6 direkt auf einen zuzuziehen. Aber ich glaube, sobald sie den nächsten haben, wenn wir jetzt nur noch zu dritt sind, ich glaube, dann ist, glaube ich, die Todesphase. Ja, cool. Bei dir ist ruhig, oder? Ja, ich habe seit ungefähr 5 Minuten gar keinen Kopf gesehen. Schön. Ich höre die ganze Zeit welche, aber ich sehe keine. Ja, Start und Platz 2 Cops. Ich werde Richtung
wieder so grob Todeskörb, aber ich kann noch nichts genaueres sagen. Bin exakt jetzt Todeskörb, fahr da berghoch und werde ins östliche S fahren, nach Norden. Ich bin auf jeden Fall in der Nähe, deswegen sag bitte weiter genau an, wo du bist. Fahr östliches S hoch, fahr parallel nördlichste nach Westen rein und werde dann versuchen, in die Winkelgasse gleich abgebogen sein. Ah ja, okay, dann hat sich erledigt. Es passt. Bin in der Winkelgasse. Er schneidet mir den Weg ab. Ich bin jetzt an dieser Abzweigung Eskalation Hauptstraße. Er lässt mich nicht in Richtung Todeskörb abbiegen. Ich bin weiter Hauptstraße Richtung Osten. Versuchen mich zu pinnen. Und das wird ihnen jetzt auch gleich gelingen, weil da eine Laterne ist. Nein, 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 noch nicht. Beweg mich noch? Noch nicht. Nee, tut mir leid, das war's noch nicht. Nee. Da war ich nicht. Ich war noch in Bewegung. Ich bin immer noch Hauptstraße Universität grob in die Richtung. Und fahre jetzt auf Eskalation Richtung Westen. Bin jetzt am Weihnachtsbaum vorbei. Werd durch diese Art Schikane geschossen. Häng an der Wand am Ausgang davon und das war's jetzt aber ziemlich sicher. Der Eskalation okay. Richtung Westen. So. Oh. Da waren es nur noch drei. Ah. Langsam geht der Nerven jetzt wieder höher. Ja, langsam mehr. Schon. Die Vorderreifen sind schon gelb, aber ist okay. Ah, ich habe jetzt 30 ringsrum. Ich habe 17 das höchste bei mir 17. vorne. Also ich bin noch gut dabei, aber muss nur einmal kurz eingasen. Ja, das Ding ist, ich bin da näher zum Stadion. Wenn die da jetzt gleich spawnen, ich glaube, habe ich ein bisschen entfernt. Ja, ich bin auch gerade östlichster Punkt. Ja, da bin ich auch in der Nähe. Muss mal gucken, dass ich da ein bisschen. Ja, aber wenn ich meine. Das Problem ist, sind sie halt 7 Stück. Die können sich halt so gut verteilen. Ja. Richtig. Das heißt, das ist jetzt einfach nur. Ah, guck mal, und der Javelin. Wir treffen uns auch die ganze Zeit, ne? Ja. Das ist echt krass. Also, meine Reifen sind jetzt 18, 19, also noch relativ okay. So. Habt ihr den gemacht? Oder was hab ich gemacht? Ich hab jetzt 32 hinten. Ich fahr die ganze Zeit mit nur 80, 50, ich glaube gerade die ganze Zeit. Ich fahr auch nur zwischen 40 und 80. Schneller fahr ich nicht. Ja, gibt ja halt keinen Grund. Ich meine, ja. Ich hab nur einmal angegast. Okay, ich hab Korb, östliches S. Werde Hauptstraße abbiegen und werde dann, keine Ahnung wohin, kann ich noch nicht sagen. Ich hoffe, da kommt jetzt noch kein Korb. Fahr Richtung nördlichste Ecke. Ja, ist nördliche Straße oder nördlich? Ich bin parallel nördlichste Richtung, nördlichster Punkt. Hab ein Camaro definitiv an mir dran. Also parallel nördlichste Richtung Westen. Parallel nördlichste Richtung, nördlichster Punkt. Werde aber versuchen, westliches S zu fahren. Einfach weil ich hier so ein bisschen wendiger bin. Okay, da ist auch schon Kopf, der mich kurz an die Wand schollert. Also westliches S habe ich ein. Werde jetzt auf Hauptstraße runterfahren. Werde Richtung Eskalation kreuzen. Und werde Eskalation Richtung Wirrwarr fahren. Ich gebe noch mehr Gas. Werde dann von Wirrwarr Richtung parallel südlichste abbiegen. Und werde dann durchfahren Richtung Speer. Werde dann versuchen, Speer Richtung Norden zu fahren und fahre dann Speer runter Richtung Hauptstraße, werde ich fahren, Osten. Mindestens 4 Camaros schon bei mir in der Nähe. Fahre Hauptstraße durch erstmal. Werde versuchen bei, ich weiß noch nicht wo. Ich bin hier Dingens, Baumallee in der Nähe. Todeskörb, werde Richtung Dings fahren. Teufelseck. Doch nicht, ich fahre Richtung Stadion tatsächlich. Ich riskiere es, auch nur die spawnen da jetzt nicht gerade zufällig. Mit Stadion durch, Richtung östlichste Straße.
östlichste Straße, ganz im Süden fahr jetzt nach Norden hoch. Ein Camaro auf jeden Fall ganz dicht dran, der auch wahrscheinlich Ansagen ja macht. Werde dann da nicht weiter östlich fahren, sondern bieg ab Richtung östlichstes S, die Ecke. Und werde wohl auch östlichstes S reinfahren. Östlichstes S werde kreuzen Richtung nördlichste, so die Idee. Ja, bin jetzt nördlichste, im östlichsten Punkt davon, habe immer noch den einen Camaro dran, werde dann aber direkt in der Mitte der nördlichsten runterfahren und werde versuchen, in die Winkelgasse abzubiegen. Das hat auch geklappt. Werde dann Hauptstraße rauskommen. Welche Richtung? Und werde Richtung Westen fahren. Ja. Hab mehrere Cops hinter mir und bieg dann da ab Richtung Wirrwarr rein und von da Richtung Eskalation, beziehungsweise von da wieder Richtung Hauptstraße. Doch nicht, zu viele Cops da. Der scheiß Transit, der hat mich jetzt... Okay, die haben sich gegenseitig gecrashed, bin Hauptstraße Richtung Westen. Ah, das ist krass. Du merkst, dass die einfach viele Einheiten haben und einfach die Schlinge so langsam, aber sicher zuziehen. Okay, bin Eskalation. Fuck, das hat wehgetan. Eskalation wieder Richtung Wirrwarr, die Ecke. Werde aber Eskalation bleiben, Richtung Statue fahren. Und werde dann Statue Richtung Hauptstraße abbiegen. Geht bitte nicht, du hast gesagt. Und fahr Hauptstraße weiter. Nee, hab jetzt extra nicht gemacht. Fahr Hauptstraße erstmal nach Osten durch weiter. Die haben einfach mehr Speed, das Problem. Ich werde da nicht lange überleben. Fahr da weiter. Östlichste Straße. Werde dann diese Abbiegung dann nicht im östlichen bleiben, sondern werde weiter durchfahren Richtung Teufelsstraße, Eck da. Jetzt muss ich hoffen, dass der mich nicht versucht zu pinnen. Da, nee, schafft er nicht. Oh, Verkehr. Bin jetzt Eskalation wieder und fahre Richtung Theater. Und ich versuche... Ah, fuck, ich dachte, ich habe schon genug Abstand. Bin jetzt Untergrund, wollte ich aber eigentlich rein, um abzuhauen. Oh Gott. Oh, der Miura. Fahre jetzt Untergrund Richtung Teufelseck wieder zurück. Leider haben sie mich gesehen. Das heißt, die werden jetzt auf jeden Fall da kommen. Einer hat verfehlt. Der nächste hat auch verfehlt. Fahre jetzt da gerade raus und fahre Richtung parallel südlichste in den südlichsten Tunnel rein. Richtung Westen, also. Richtung Sperrstraße. Weiterhin ein Camaro dicht dran. Es ist halt immer ein Camaro, der irgendwie dran bleibt. Ne? Wenn der einen Fehler macht, ist der nächste, der nachrückt. Das ist echt krass. Ein Camaro ist fuck, einen von vorne nicht gesehen. Mein Fehler. Da habe ich jetzt zu lang nach hinten geguckt. Und Eskalation also 20% Motor. Ich bin Speer Richtung Norden unterwegs. Werde dann Richtung nördlichster Tunneldingens hier da fahren. Werde Bahnhof fahren. Ich versuche einfach mal in Richtung U zu kommen, dass ich einfach mal so ein bisschen offenes Gebiet kurz fahren kann. Auch wenn da viele jetzt respawnen werden wahrscheinlich bei Brunnen. Ich will nicht abbiegen sollen. Egal, jetzt habe ich mich schon entschieden. Meine Reifen sind ziemlich broke. So, ich fahre Brunnen sogar. Oh, da kommt eine ganze Armada. Okay, die haben sich gegenseitig zum Teil abgecrashed. Das ist ja wiederum der Vorteil, wenn es viele sind. Fahre jetzt nach Norden hoch, Richtung nördlichster Tunnel. Werde aber Hauptstraße, glaube ich, abbiegen Richtung Treppenplatz. Weiterhin. Hier, dieser eine Camaro, der es immer schafft, irgendwie dran zu bleiben. Fahre Speer Richtung Süden runter und direkt Eskalation rein.
werde Java reinfahren. Ich werde bis zu Theater auf jeden Fall durchziehen, so der Plan. Bin jetzt hinter Theater die Straße. Ich bin hinter Theater und fahr Baumallee. Das war knapp. Fahr Todeskörb Richtung östliches S. Werde auch östliches S reinfahren. Bin drin. Werde Hauptstraße runterfahren Richtung Westen. Und biegt dann direkt Statue ab, da links rein. Und Eskalation. Und versuche in... Ne, scheiße, ich schaffe die Kurve vom Radius nicht. Wollte eigentlich Untergrund, hab's nicht geschafft. Oh, ne, ich hab Kopf. Ich glaube, ich hab sie nämlich abgehangen jetzt dadurch. Durch meinen eigenen Fahrfehler. Ja, parallel nördlichste Richtung Osten bin ich jetzt und ein Kopf hat zumindest mal umgedreht. Okay, ich bin da jetzt auch im Norden, deswegen mal gucken, ich fahr mal nördlichster Punkt. Puh, Alter, aber meine Reifen hat's... Aua, jetzt habe ich nicht aufgepasst, da waren nochmal mehrere Cops im Norden. So, 3, 4 Cops nördlichster Punkt. 5 Cops nördlichster Punkt. Ja, ich meine los. Ja. Schade, zu früh gefreut. Und ich habe leider gerade mal wieder auf die Charts anzeigt. Ah, das ist so dumm. Mit dem Scheißverkehr. Nee, jetzt haben sie mich, denke ich. Ja, jetzt haben sie mich. Oder? Ja, ich häng. Naja, jetzt haben sie mich. Okay. Ja. Dann. Hallo. Am Ende war es der Verkehr, der mich zu einer schlechten Route geleitet hat. Also, wo ist jetzt der Miro? Total. Weg, da ist mir nur entgegengekommen. Ich glaube, ich habe euch gut lang beschäftigt. Ja. Es hat Spaß gemacht. Echt? Ja, wie gesagt, ich muss jetzt am Ende des scheiß Dings ausweichen. Ja, dadurch konnte ich nicht mehr. Naja. Jetzt war ich. Treffen uns Speerstraße ganz im Süden, René. Ich war gerade südliche von Baseball aus. Das hat Javelin so lange überlebt, ey, krasse Nummer. Na gut, wenn er nicht verfolgt wird. Ja, ich habe den so oft getroffen als Racer. Eigentlich müsste ich ihn ja jetzt wiederfinden, oder? Nee, genau jetzt nicht. Also die Reifen dürfen bei allen jetzt langsam am Limit sein. Auf jeden Fall sichert jetzt am Ende auch gut was weg. Bei Kuro die Taktik verfolgt, die Reifen zu schonen. Also, deswegen. Ja, ich schmeiß mich gleich an den Rand und dann kann man gucken, wie lange es an den Reifen schont. Ja, ja, dann nicht mehr. Ich bin jetzt parallel südlichste reingefahren, lohnt sich, war im Einsatz, aber... Ja. Ich glaube, dann fährst du mir gerade hinterher. Ist hier jemand südlichste Straße? Ja, ich fahr. Ich fahr da jetzt hin. Javelin, Kreuz, westliches Ende der parallel nördlichsten, fährt Richtung nördlichster Punkt. Okay, bin gleich da. Ist exakt. Ist jetzt schon da. Fährt wohin? Und fährt in den nördlichen Tunnel. Der hat auch schon echt Reifenprobleme, das sieht man bis 100 Meter weit weg. Fährt Richtung Süden. Ja, ich kann nicht lenken. Ab Richtung Hauptstraße Treppenplatz, also Hauptstraße Richtung Ost, aber noch ganz am Anfang. Und so fährt Richtung Süden von dort, fährt also Speerstraße Richtung Süden. Eskalation schon vorbei, fährt parallel südlichste ebenfalls vorbei, nimmt Passanten mit und fährt in die südlichste. Also so, wenn er es schafft, hängt sich fast selbst auf. Wenn sich jemand respawnen kann, tut das. Am besten, also Baseballstadion. Ist jetzt. Zwei weitere Einheiten schon dran, auf jeden Fall. Ist jetzt Anfang Blitzerzone. Ich würde ihn versuchen, an der Statue vorne festzupinnen. Ja, irgendwie zu pinnen. Sehr gut. Jemand hinter? Wo kann ich denn da reinfahren? Ja, das ist so eine komische Stelle, weißt du? Dass das nicht so klappt. Wo ist er jetzt? Ist immer noch in der Blitzerzone. Er fährt weiter Richtung Stadion. Ich stehe am Stadion. Okay, ich bin warte da einfach beim Ausgang oder Eingang, wie auch immer man das nennen will.
wir den am Stadion mit versuchen festzusetzen. So. Hier ist einfach nicht, eigentlich echt nicht genug Zeug. Wir sind jetzt am Ende, also wir haben jetzt die letzte Kurve hinter uns. Bitte stehen bleiben. Oh Gott. Er ist im inneren Stadion, wo man sich respawnt. Sorry. Ja, so nur ein, zwei Einheiten in irgendwo dagegen, der Rest einfach hinfahren und dann pinnen. Also es bringt jetzt nichts, dass alle draufhalten. Das ist eine gute Taktik. So ein Ranzel, das hat jetzt unpassend. Ich habe ihn halt auch ins Gesicht bekommen. Ich habe... Zum Startrennplatz. Eskalation Richtung Westen. Super. Eskalation Richtung Westen. Da ist der Camaro, wo sich auch gerade am besten Punkt verliert hat. Fährt weiter Richtung Bahnhof durch. Eskalation Richtung Bahnhof. Fährt auch komplett nach Bahnhof durch. Wo seid ihr jetzt? Ja, da wird er jetzt. Ja, okay. Ja, nee, kannst du mal zurück. Perfekt. Okay, fährt nördlichster Punkt oder beziehungsweise nördlichster Tunnel. Leicht erwischt, auch nicht gut. Ja, versuch ihn einfach irgendwo hinzustellen und dann langsam. Nicht mich wegschieben. 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt. Das ist cool, das war ja so schon. Und Pluto wieder der Letzte, das ist ja unglaublich. Das ist ja wirklich, er ist ja wirklich der Most Wanted, ey, ohne Witz. An welcher Stelle sollten wir auflösen, dass Pluto erst jetzt ins Racergebiet reinfährt und die ganze Zeit eigentlich in Edinburgh unterwegs war? In Edinburgh, sehr gut. Wurde gerade eingeflogen. Jetzt, Andi, jetzt ist der Zeitpunkt. Okay, Pluto war die ganze Zeit außerhalb vom Racergebiet unterwegs. Wenn jetzt das rein. Hat Zeit, sich in Edinburgh rüber. Perfekt. Weil der ja nicht auffallen muss mit seinem grünen... Wir sehen wurde er ja, aber. Ja, ich habe ihn auch schon einmal als Racer fast abgecrashed, also. Was fällt er? Miura, Miura. Das Ding. Es ist schon sehr nett, wenn ihr in der Racer-Seite dann mithilft. Nee, wir haben uns nicht berührt. Das ist nur kurzer Hallo-Momente auf jeden Fall. Anfängt am Rand. Das einzige Fahrzeug mit einem querverbauten V12 Mittelmotor. Ha! Nee, mal kurz aufs Mitleid. Will ja nichts sagen, aber. Ist noch ein? Die Runde dauert ein bisschen länger als die davor. Lambo Ausgang, Eskalation Untergrund. Kommt jetzt auf Eskalation. Oh. Hauptstraße weitergefahren. Hauptstraße Richtung Osten, jetzt unterwegs. Das klingt doch wie Music in My Ears. Keine Ahnung, was der Camaro da gerade gemacht hat. Biegt Richtung nördliche ab, an der Universität. Parallel nördliche, nein, Winkelgasse Richtung Hauptstraße runter. Na, du bist stehen geblieben, ne? Jetzt gehen wir aus der Winkelgasse raus, an der Hauptstraße, jetzt Hauptstraße Richtung Osten wieder zurück. Ja, hinten auch eine leichte, aber das wird keinen Schaden gemacht haben. Hauptstraße weiter Richtung Osten. Verzichte mal auf Portal. Gleich östliches S. Fahrt bitte alle rechts vorbei. Ich bin der langsame links. Fährt weiter Richtung Osten rüber. Jetzt gleich also östlicher Punkt. Jetzt östliche Straße. Oh nein, er hängt. Dreht um. Sorry, Andi. Geht wieder rum. Nicht wahr? Wo seid ihr? Östliche Richtung Süden. Ja, manchmal ist es viele Einheiten sein auch ein Fluch. Östliches fährt Richtung östliches S. Au. Ja, du musst da nicht so in die Eisen steigen. Ich bin gar nicht in die Eisen geschleppt. Fährt Richtung Todeskörper runter. Jetzt Todeskörper. Oh. Da war ein Baum, Camaro. Die Reifen müssen jetzt auch fährt Richtung Theater, fährt von dort aus Eskalation Richtung Westen, ist jetzt am Startplatz. Wenn wir es darauf einigen, wenn ein Kopf sich irgendwo dagegen plankt, dass er dann einfach lieber in einem Motorsport-Event einfach stehen bleibt, dass die anderen da nicht auch noch irgendwie sterben. Ist immer noch Eskalation im Untergrund. Zum Beispiel auch das. Ist Untergrund. Er hat keine Reifen mehr, das sieht ein Blinder mit dem Creek stark. Ja. Okay, er fährt Eskalation, doch nein, nicht, Kurve nicht kriegt.
Hier nehmen. 21, 22, 23, 25. Bluto, bitte in den schnellen Lamborghini, weil wir haben noch alle Overwatch. Okay, der Witz ist schlecht, den habe ich schon mal gebracht. Aber Bluto, was ist mit dir los? Bist ja echt der Most Wanted, ey. Schon wieder der Letzte. Am Ende waren es 100% Reifen hinten. Ja, hab ich gemerkt, als ich dann am Schluss der Camaro war, der die letzte Kurve quasi mit dir begleitet hat und ich gedacht habe, ich fahre so mit 10% Gas, so ganz gechillt und du so am übelsten Dauertrift durch. Ja, ich mit 68% ging die Verfolgung los und dann mit ein, zwei Mal mehr Gas geben war dann halt direkt. Das ist es halt bei dem Format. Also auf lange Sicht gesehen werden die Cops auf jeden Fall gewinnen. Einfach wegen Reifenabrieb. Gut, aber das war's mit dieser jetzt doch XXL-Folge. Ich dachte nach der ersten Runde, das passt ja perfekt zeitlich. Aber sehr geil, war trotzdem cool. Und an die Zuschauer, wenn euch die Art von Format gefällt und ihr sagt, hey, okay, das könnte ich mir vorstellen, dass das auch als festes Format irgendwie eingeführt werden soll, dann lasst uns wissen. Dann werden wir uns da einen finalen Namen überlegen, auch wenn ich dieses Infected Edition schon mal an sich gar nicht schlecht finde, aber natürlich auch Vorschläge offen für andere Ideen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, war mal wieder was anderes. Ich wünsche an dieser Stelle auf jeden Fall einen fantastischen weiteren ersten Weihnachtsfeiertag beziehungsweise fantastische Restweihnachten und ja, wir sind raus an dieser Stelle. Vielen Dank an alle, die da mitgemacht haben und bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao. Ahoi.